Also, Frau Dr. Bühning, Flugkinder im Lohengrin, ich kannte bis jetzt nur Flugmangos, aber das stimmt, bei Herrn Neo Rauch in den Bildern, da fliegt immer was rum. Ich dachte, es gibt fliegende Kinder nur in der Zauberflöte. Und Carlsson auf dem Dach, der fliegt ja auch ein bisschen. Der hat einen Knopf auf dem Bauch. Ja, also im Lohengrin dachte ich, gibt es einen Schwan, aber Kinder, naja gut, Gottfried ist ein Kind eigentlich. Ne? Es gab auch schon Embryos, ich kann mich erinnern. Ja, bei Herrn Neuenfels. Bei Herrn Neuenfels, ja. Genau. Also vielleicht ist das einfach eine Weiterentwicklung des letzten Lohengrin, lassen wir uns überraschen. Graschen. Der Videopodcast 2018 wird Ihnen präsentiert von der Emmansberger Bank. Ich bin der Kilian, bin 10 Jahre alt und ich bin hier seit 3 Jahren und bin dieses Jahr Flugkind. Ich bin der Valentin, ich bin 12 Jahre und ich bin das erste Mal bei den Festspielen und ja. Ich bin der Benni, bin 13 Jahre alt, das ist jetzt mein 6. Jahr. Wenn meine Mama und mein Papa mich hier bringen, Dann gehen wir dann ins Festspielhaus. Ich zeige meinen Ausweis, dass sie auch wissen, dass ich hier dazugehöre. Ja. Und dann gehen wir hoch in die Umkleide. Da passiert der ein bisschen stressiger Teil, weil wir halt einfach nur stehen. Und ja. Also ich finde die Kostüme eng. Aber wenn man das auf einer längeren Zeitraum trägt, dann ist es eigentlich ganz okay. Und danach gehen wir auf die Bühne und dann tun wir es schon einhaken und dann fliegen wir gleich. Am meisten Spaß macht das Herumfliegen und wir müssen, wenn wir in der Luft sind, müssen wir gegeneinander kämpfen. Ich gegen Benjamin oder gegen Valentin. Dann muss ich seinen Flügel abschlagen und ihn dann wieder runternehmen in meiner Hand. Also ich freue mich schon voll, also auf die, wenn es richtig losgeht, also wenn echt Publikum da ist. Da bin ich schon auch ein bisschen aufgeregt, aber sonst macht mir das Fliegen am meisten Spaß und einfach, weil wir sind ein super Team und wir wechseln uns immer ab und es ist immer cool. Also vom Fliegen her ist es schon echt cool, weil man sieht schon so den anderen kommen. Und wir sollen eigentlich gar nicht lachen und das ist halt daran das Schwere. Wir sollen eher grimmig gucken. Ja. Dabei müssen wir immer lachen. Und das ist nicht gut. Ja, und vom Kämpfen her ist es ziemlich cool, weil wir haben auch schon unsere eigenen Anweisungen, wie wir kämpfen sollen. Aber es ist auch immer schwierig, wenn wir, also wir können ja nicht selber entscheiden, wo wir hinfliegen. Das nehme ich auch manchmal ziemlich schwer, weil wir nämlich manchmal auch gar nicht aneinander kommen und das... Ja. Es fühlt sich toll an, in der Luft zu sein und fliegen wie ein Vogel. Ja, aber wie der Benjamin schon gesagt hat, manchmal kommt man echt nicht aneinander hin und da muss man so tun, als wenn man die Szene schon gespielt hat. Ja, und meistens fangen dann die Leute unten an zu lachen. Und wenn das dann passiert ist, dann gehen wir dann wieder hierher, müssen wahrscheinlich noch irgendwie fünf Minuten hier so sitzen, weil irgendwas besprochen wird und dann werden wir umgezogen und dann ist schon aus. Weil es macht richtig viel Spaß und man kann auch mal hinter die Bühne gucken, was da alles gebaut wird und vor allem man kriegt ja ganz neue Klamotten, wenn man auftritt. Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder mitmachen und so lange wie es geht, weil wenn man einmal hier mitgemacht hat, dann lässt man einfach nicht mal los, was so cool ist. Dr. Bühning, haben Sie gesehen, das sind richtig kleine Rampensäue. Aber ist ja klar, wenn einer schon irgendwie in dem Alter 6 Jahre lang im Festspielhaus dabei bin, ist wow. Herr Bruck, nun tun Sie mal nicht so. Waren Sie nicht auch Statist, als Sie klein waren? Sind Sie nicht auf Ballettschuhen? Da war ich nicht so klein. Ballettschuhen irgendwie im Hintergrund rumgehüpft? Genau. Allerdings. Und ich meine, dann macht man natürlich Karriere als Musikkritiker.